Deswegen kann ich nichts dagegen sagen, auch nicht gegen diesen Angriff, weil ich einfach geil fand den Angriff. Sowas ist einfach eine feine Sache, muss man sagen. Ohne Hack, ohne sonst welche Scheiße. Einfach mit den Valkyren da durchgehämmert, also abartig. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem neuen kleinen Video zum Spiel Clash of Clans und natürlich wie immer standardmäßig im Hintergrund mein Dorf, ihr wisst ja selber. Und ja, das Thema dieses heutigen Videos soll sein, dass ich euch mal den ersten Clankrieg zeigen will, den ich gemacht habe, seitdem ich Rathaus 11 bin, also sprich seit dem Update im Dezember war es, glaube ich, oder so. Seitdem es Rathaus 11 gibt, habe ich keinen Clankrieger mitgemacht und ja, deswegen wollte ich euch mal meinen ersten Clankrieg mitzeigen. Inzwischen sind schon mehrere geworden, aber er ist hier gewesen auf den Malik. Wir hatten einen Clankrieg gegen den Clan Grime. Ich habe zwei Angriffe gemacht. Ich werde euch gleich mal meinen ersten zeigen. Der hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wie gesagt, war mein erster Angriff, mein erster Clankrieg mit Rathaus 11. Ich hatte noch null Erfahrung gehabt mit den ganzen Truppen und so. Ich hatte auch im echten, also im normalen Spielersuche noch nicht angegriffen mit den Clankriegstruppen. Ich habe einfach mal aus der Kalten raus einen Angriff gemacht. Und ihr seht hier unten rechts in der Ecke schon, es hat sich gelohnt, meines Erachtens. Wir haben auf alle Fälle eine, ja, ziemlich gut gebaute RH11 Base. Ich will jetzt nicht sagen maxed out, weil die Inferno sind noch auf 3. Und ein paar andere Sachen sind nicht maxed, aber eine doch schon solide Rathaus 11 Base. Die Helden sind auch nicht verkehrt. Wir schauen uns den Angriff einfach mal an. Ich hatte mitgehabt 20 Magier, dann hatte ich mitgehabt 5 Max Valkyren, 4 Golems. Die Clownburg, da war glaube ich noch ein Pega drin, Level 3 Pega oder so. Dann die Helden natürlich maxed, dann hatte ich einen mit, einen Rage Spell, 4 Jump Spells und 2 Poison, einen maxed, einen Level 3. Und ja, die Base kommt euch vielleicht noch bekannt vor. Ich mochte diese Base auf alle Fälle, deswegen habe ich auch diese 4 Jump Spells mitgenommen, weil ich die von Rathaus 10 noch kannte, so in der Art ungefähr. Und deswegen habe ich auch so angegriffen, wie ich es damals gemacht hatte, manchmal, wo ich noch Rathaus 10 war. Die 3 Jump Spells gesetzt eben, dann die 3 Golems gesetzt, beziehungsweise links, rechts einer, in der Mitte 2 Golems, die kommen gleich. Dahinter gleich die Marker gedroppt, um die Prozente zu holen, um die paar ersten Gebäude zu zerstören. Aber die Haupttruppen, die gingen eben hier durch die Mitte. Ich war ein Stück Ranzoom hier. In 2 Golems. Dann auch hier die ganzen Helden gesetzt natürlich. Die Magier, die restlichen und die Valkyren noch mit rein gleich. Das sind wir eben, dass diese Einheiten jetzt direkt in die Mitte reinlaufen. Was auch geklappt hat, kann ich schon mal von wegnehmen. Ihr seht es aber auch selber gleich. Mir hat der Angriff wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, damit ich auf Anhieb beim ersten Mal schon so einen guten Gegner eigentlich zu 86% zerstöre. Also das habe ich wirklich nicht gedacht. Aber wie gesagt, ihr seht es ja selber, es hat einwandfrei geklappt. Die Truppen sind genauso gelaufen, wie sie sollten. Alle in die Mitte rein, den Rage Spell drauf gedroppt noch. Also ich war sehr fasziniert mit diesem Angriff, muss ich sagen. Ich dachte zwar Glück, aber es hat einfach gut geklappt, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, so könnte es laufen und genauso ist es auch gelaufen. Und so kamen eben am Ende die 86% raus, muss ich sagen. Hier außen links, die Queen hat mit Grand Warden jetzt noch einige Prozente gesammelt, weil ich zum Glück den Inferno zerstört habe in der Mitte. Der König und die Magier haben noch ihr Letztes gegeben, um den Inferno zu zerstören letztendlich. Somit hatten dann meine Helden hier außen nochmal freie Laufbahn, in Anführungszeichen, um sich noch ein paar Prozente zu holen. Und dann am Ende, ja, den 2-Star, den 2-Star zu ver... wie nennt sich das jetzt? Sichern oder wie auch immer. Ein paar Prozente zu holen auf alle Fälle noch. Und wie gesagt, ich war sehr zufrieden. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Angriff fandet. Weil ich hätte vorher nie damit gerechnet, dass ich hier 86% hole. Ich denke, wenn ich ja die Truppen etwas gespart hätte, beziehungsweise wenn ein paar Magier nicht gleich in die Riesenbomben reingelaufen wären, hätte es vielleicht sogar ein 3-Star werden können. Muss ich wirklich sagen, es hätte hier 3 Sterne werden können. Ihr seht, hier oben sind noch 3 Dev-Gebäude, 4 mit dem Minenwerfer noch. Gut, Grand Warden steht da mitten noch, der schießt dann noch ein bisschen blöd rum und der killt meine Queen jetzt auch. Aber wie gesagt, der Angriff, den fand ich richtig gut. 86% auf so eine starke Base. Ja, muss ich wirklich sagen, hat mich sehr gefreut. Und ja, dann wollte ich euch noch einen Angriff zeigen. Auf mich diesmal im aktuellen Clankrieg. Ihr seht, der aktuelle Clankrieg geht noch 21 Minuten. Ja, ihr seht hier,
Ich habe ihn angegriffen. Die Nummer 1 beim Gegner ist auch ein Maxed Out Spieler, also großteils Maxed Out zumindest von Helden. Die wichtigen Death-Gebäude sind auch Maxed Out natürlich. Infernoos und ja, Eagle Death, alles Maxed Out. Und wir gehen ihn ganz kurz mal besuchen, den Kollege hier, dieser Fidschi, wie er heißt. Ihr seht, er ist Level 153 und ihr seht auch, er tummelt sich bei 4700 Pokalen rum in der Titanenliga auf alle Fälle. Kranke Sache. Da will ich auch mal noch hinkommen, aber auf alle Fälle, man kann sich schon denken, er hat Plan, was er macht. Er hat auch schon 584 Sterne geholt, CW-Sterne. Hat diese Saison schon 194 Angriffe gewonnen, muss man dazu sagen. Kranke Sache. Und ja, dementsprechend resultiert dann auch dieser Angriff daraus, den ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und zwar sieht er mich hier oben komplett destroyed, komplett zerstört. Also, habe ich selten gesehen, muss ich sagen. Vor allem, ihr seht ja meine Maxed-Out-Base, habe ich selber gebaut, von YouTube nachgebaut, die Base. Weil ich noch keine Rathaus-11-Base hatte im Clankrieg. Deswegen von YouTube nachgebaut, die Base. Dachte, die hält vielleicht was aus oder so. Na gut. Wir schauen uns mal die Wiederholung an den Angriff an. Der war, glaube ich, vor einer Stunde oder so hat er mich angegriffen. Und ihr seht hier unten natürlich auch 22 Maxed Valkyren. 22 Maxed Valkyren. Alter, also wirklich. Was diese Valkyren. Man kann sich eigentlich schon denken, wie der Angriff läuft, aber es ist wirklich heftig. 22 Maxed Valkyren, er hat kaum sonst was mit. 5 Mauerbrecher, 6 Magier, 1 Golem. Ich hätte da mindestens immer 2-3 Golems mit, aber er hat halt nur 1 Golem. Ich glaube, der Clownburg war auch noch was Größeres. Dann ein hier, 2 Rage, 1 Jump und 4 Earthquake. 1 auf Max, 3 auf Max, 1 auf 3. Ja, wir schauen uns den Angriff einfach mal an. Ich war sehr schockiert, muss ich sagen. Also ich dachte, er holt vielleicht 2 Sterne bei uns. So hätte man den Clankrieg vielleicht auch noch gewinnen können oder unentschieden. Aber hätte ich nicht damit gerechnet, dass er hier wirklich so verdammt stark angreift. Dann ein Golem vorgesetzt. Aus der Clankrieg kommt noch ein Golem und ein Riesen vorgesetzt. Dann die Marke hinterher, um hier außen die paar Gebäude wegzuholen, damit die Valkyren dann wahrscheinlich auch alle in die Mitte laufen. Beziehungsweise, dass alle gedroppten Einheiten danach in die Mitte laufen. Setzt jetzt alle 22 Valkyren. Ja, guckt euch einfach an. Hat er in der Mitte aufgesprengt mit den Erdbebenzaubern. Haut jetzt den ersten Spell drauf, hat Grand Warden gezündet. Die Valkyren und alle Einheiten sind kurzzeitig halt unverwundbar, ihr wisst ja selber. Also, einfach krank. Die Valkyren gehen alle in die Mitte rein. Das Rathaus, keine Ahnung, ein Bruchteil von einer Sekunde ist es down. Also wirklich heftig, einfach nur krank. Die Valkyren einfach nur abartig krank. Eigentlich müsste man sagen, die müssen gepatcht werden, die müssen runtergepatcht werden. Aber ich sage jetzt mal, mir macht es auch Spaß, mit diesen Valkyren anzugreifen. Und deswegen, ja, ist es halt eine Sache, wo ich mir uneinig bin, sag ich mal, weil eigentlich muss man sagen, die Valkyren sind einfach zu stark. Ihr seht ja, wie die durchgehen, einfach abnormal. Die haben so viele Trefferpunkte, es leben immer noch so viele, die halbe Base haben sie zerstört. Hier die halbe rechte Seite von der ganzen Base haben sie zerstört. Einfach abnormal. Einfach abnormal, diese Valkyren. Aber wie gesagt, ich finde sie eben auch geil, deswegen kann ich nichts dagegen sagen, auch nicht gegen diesen Angriff, weil ich einfach geil fand, den Angriff. Sowas ist einfach eine feine Sache, muss man sagen. Ohne Hack, ohne sonst welche Scheiße. Einfach mit den Valkyren da durchgehämmert, also abartig. Abartig krank, diese Valkyren. Ihr habt es in meinem letzten Video gesehen, den Maxed Valkyren Only Video, da habe ich ja auch gezeigt, wie heftig stark diese Valkyren sind auf Maxed. Also das ist schon krank. Das ist einfach krank seit dem letzten Update, wo die Valkyren eben so schnell, so stark geworden sind. Also heftig. Einfach nur verdammt heftig, muss man sagen. Am Ende hat Glück gehabt natürlich, dass die Death-Gebäude erstmal noch die kleinen Einheiten abschießen und nicht die Queen und Grand Warden. Hat noch ein bisschen Glück gehabt, aber am Ende war es trotzdem ein 3-Star. 100% am Ende auf so eine starke, also ich will es nicht angeben, aber auf eine starke Base, finde ich. Ja, was will man sagen dazu? Respekt. Einfach nur Respekt. Er wird sich zum ersten Mal gemacht haben natürlich. Er ist ein Titan 1. Er wird wissen, wie er angreift. Und deswegen ist dieser Angriff eben daraus entstanden. Hut ab, muss ich sagen. Richtig geil. Sowas will ich auch mal können. Ich will, wie gesagt, auch in Titan 1 kommen. Und ihr seht, der Clownkrieg geht noch 17 Minuten. Und ja, es sind noch ein paar Sterne zu holen beim Gegner, die man hier ein Stern, ein Stern, ein Stern. Aber ich habe, denke ich, die Hoffnung aufgegeben, dass wir hier gewinnen können, weil der Gegner auch noch ein paar einfache Sterne holt. Hier 1, 2, 3. Also, das ist noch möglich, aber ich denke es nicht. Ich denke, der Gegner hat ja gewonnen, muss man sagen, mit der Nummer 1. Auch extrem heftig und deswegen kann ich mir mit der Niederlage im Clownkrieg auch leben. Es gibt natürlich ein Angriff, Live-Angriff auf was? Da will ich wahrscheinlich den Loot sichern hier, die Nummer 12. Ah, ist auch egal. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für das heutige Video. Ihr habt den Angriff jetzt gesehen. Ich habe auch wieder Truppen ausgebildet für einen Angriff. Habe jetzt auch immer die Valkyren mit natürlich.
einfach nur heftig, die Valkyren. Vielleicht werde ich da auch in Zukunft einen Golem weniger mitnehmen, zwei Golems weniger und dafür mehr Valkyren, weil Valkyren einfach nur abartig. Ihr habt es gesehen und ich würde sagen, in dem Sinne, Leute, lasst mal einen Kommentar und eine Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video, euer Krishan.